Leute, da sind wir wieder bei Pokémon Gelb. Diesmal ein Start aus dem Startmenü. Einfach weil wir auf dem Radweg sind und ich sonst sofort nach unten geradelt wäre. Stopp. So. Pokémon. Ja, komm, Shillock wollten wir eh trainieren. Gib ihm. Es lohnt sich nicht, Kinder auszurauben. Die haben ja eh kein Geld, die kleinen Pisser. Na, ich hab mehr Geld als du, wetten? Du Glatzkopf mit deiner Peitsche, du Penner. Deinem Mankey auf Level 29. Ja, Mew, los, komm, muss trainiert werden. Geht nicht anders hier. Oh nein! So trete mich nicht mit deinem ekligen Stinkefuß. Bleibe mir fern, du ekliger, du ekliger, ja, Ding kann ich jetzt auch nicht sagen. Typ. Affe. Affe, genau, du ekliger Affe. Haha, das passt. So, jetzt kommt dieser Knoss, der braucht noch ein paar EP. Razaf! Ich verliere jetzt mal keine Worte über den Sprite, weil ihr wisst ja, der sieht eh cool aus. Allgemein, diese Art, wie das alles gemacht ist hier, das sieht, ich weiß nicht, dieses quasi gezeichnete, ja, das wirkt halt alles sehr gezeichnet und daher kommt es halt auch voll cool rüber, finde ich. Nicht so eine 3D-Animation, wie das heute ja schon Standard ist. Und Level 20 für Bisa Knorsp. Für Zap. Ah, die Luft ist raus. Ja. Ja, hier, guckst du an, wie viel Knete ich habe. Ja, ich habe 7330 Poké-Dollar. Bitch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mehr Wege. Ich will Trainer plätten, ne? Ja, gut. Voltoball wird dich unter Strom setzen. Voltoball, ne. Nein, wird es nicht. Voltoball, Level 29, kann Ultraschallattacke und Tackle und sowas. Sparky, Mew. Na komm, Glurak. Bam, fertig aus. Yeah, gecheatetes Glurak. Ne, eigentlich ist es ja nicht gecheatet, aber. Ja, Finale. Oh, Finale. Oh, leicht verdiente EP. Oh. Frosh in the Hals. So, komm, nimm mal sein Dama. Ultraschall, mach doch Finale, du Penner. Ja, cool, danke. Jetzt bin ich tot. Danke, du Saftsack. Hättest du das nicht mal vorher sagen können, dass du jetzt Finale machst? Du! Boah, ey, meine Stimme ist heute aber echt voll. Es geht ja mal gar nicht. Ja, geredet, irgendwas geredet. Gib mir mal einen kleinen Moment. So, jetzt ist es hoffentlich ein wenig besser, fürs Erste zumindest. Und ja. Weiter im Text. Way! Riding down the road. Da, 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 da. Mein Pokémon entwickelt sich nicht weiter. Ja, dann machst du irgendwas falsch, Kollege. Glatzkopf! Das war so klar, dass du jetzt ein Machrock einsetzt. Machrock. Aber Level 33, joho, Mew, Glurak, Mew, Glurak, Mew. Ja, das war so klar, dass du jetzt Mew einsetzt. Ist doch viel effektiver als den Glurak. Psychokinese! Bam! Und the attack was very effective. Epic English. Ja, mein Englisch ist so geil, ey. Hey, was sollte das? Du hast mich angegriffen und ich hab dich platt gemacht. Wie im echten Leben. Irgendwelche fetten Biker-Typen greifen kleine wehrlose Kinder an und werden von denselben fertig gemacht. Sei ein Rebell!
Gegen was, wenn ich fragen darf? Ich meine, Rebellion, ja, schön und gut, aber gegen was? Vielleicht gegen Glatzen. Ja, eine Rebellion gegen Glatzen. Ich glaube, damit kann ich mich anfreunden. Nieder mit Glatzen. Nieder mit Glatzen. Mew ist auch fast tot. Ach, ist mir doch Latte. Karate-Schlag. Nee, Energiefokus. Ah, komm, Psychokinese. Ich habe sowieso nur noch jetzt zwei Psychokinese. Bisschen sparsamer kämpfen. Aber die haben ja alle so viele Kampf-Pokémon. Das ist voll effektiv. Und Mew reicht Level 29 und hat 101 KP. Und Mashok. Cool. Ah, komm, Shellock. Shellock ist jetzt Level 19. Mashok! Episches Side-Training. Und jetzt wieder Glurak. Karate-Schlag. Schlitzer. Critical Schlitz. Bam und Kick. Und die Attacke war nicht so effektiv, deswegen kriegst du jetzt Glut in dein Gesicht oder auf deine Füße. Oder auf den Fuß. Ist ja auch egal, ein Shellock erreicht Level 20. Arg! Seit wann bist du Pirat? Ah, Piratenpartei. Wuhu. Du Scheiße, ey. Ah, wir sind da. Jetzt sind wir da. Dillum, dillum, dim, 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 dillum. So, mal schauen. Ich habe auch schon eine Idee, was wir jetzt nächstes machen tun. Ja, wir können uns hier in dem Park die Pokémon angucken, aber das war eigentlich nicht mein Ziel. Dö, wo laufe ich denn hin? Vor allen Dingen, warum, wo laufe ich denn hin? Wir haben doch Fahrrad, ey. Fahrrad, wir sind schneller als wie mit zu Fuß, ja. So, hallo Schwester Joy, heil mal bitte meine Pokémon. Wobei ich die jetzt gleich sowieso nicht brauchen werde, weil ich etwas vorhabe. Dum, 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 dum. Ja, wir gehen nämlich gleich in die Safari-Zone und da werden wir keine Pokémon brauchen. Das heißt, ich check gerade mal meine Items. Mein Item-Inventory. Fluchtseil, Ether, Schutz. Was, ein Schutz? Ne, 7, wollte gerade sagen. Pokéball übertragen, Elixier, ein Pokéball. Ja gut, okay, komm, den können wir auch irgendwie wegschmeißen, verkaufen oder sonst was. So ziemlich genauso wie den Eisheiler. So, hallo Koga. Koga Arena, Kogas Arena, Arena des 6. 5. Ordens. So, er kommt sogar noch vor Sabrina, Uho. Aber der hat einen Omod auf Level 50 und 44, 46, 48 Blutzug. Oder zumindest 46, 48 Blutzug. Und der kommt vor Sabrina. Ja gut, Sabrina hat drei Level 50er, aber das sind Abracadabra Simsala. Die können nun auch nicht so viel, außer vielleicht die Simsala. Kadabra vielleicht auch ein bisschen, ja, aber ja, cool, Hyperbälle. Geil, Supertrank, Hypertrank, Beleber, Hyperheiler, jawoll. So, das heißt, Paraheiler und so behalten wir erstmal noch. Das können wir noch gebrauchen. Schuss Pokéball. Ja, komm, die Superbälle behalten wir auch. Sind ja immerhin 25 Stück. Der Eisheiler kann weg. Und den Feuerheiler können wir auch vertickern. So, kaufen. Ich hätte gerne Hyperheiler. Und zwar... wie viel kann ich denn? Ja, kein Bock zu rechnen. 15. 15 Hyperheiler. Wunderbar. Und natürlich noch. Nehme ich jetzt einen Hyperball mit? Ja, komm, ich nehme einen Hyperball mit. Ich hätte mir die Superangel holen sollen. Dann könnte ich mir jetzt hier einen Dratini fangen. Also nicht hier, hier, sondern in Safari-Zone. Da, hier, ja. Mit der Angel gibt es ja nur Gapador. Die habe ich ja sowieso nicht dabei. Aber das ist ja jetzt eh. Ja, egal, auf in die Safari-Zone. Mayute sind damals der Schneider kann. Ach, da unten gibt es, glaube ich, eine Sonderbombe, wenn man Stärke hat und so. Und die Goldzähne brauchen wir hier raus auch. Yo, hi Kollege. Willkommen in der Safari-Zone. Für nur 500 Poké-Dollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Willst du auf die Jagd gehen? Ja,
Ja, gut, dass ich mein ganzes Geld eben im Markt ausgegeben habe. Na, das kostet dann 500 Poké-Dollar. Wir verwenden hier spezielle Pokébälle. Chibi erhält 30 Safari-Bälle. Wir rufen dich über Lautsprecher aus, wenn deine Fangzeit abgelaufen oder dein Vorrat an erschöpft ist. Ja, epischer Sprachfehler war. Und epische Entwicklungsmusik. So, da oben könnte ich mir jetzt theoretisch irgendwie Dratini oder so fangen, wenn ich eine Super Angle hätte. Yo, ich hab eine Super Angle. Bam. Na, wer weiß, vielleicht finden wir hier mal ein paar tolle Pokémon, wie so ein Sichlor oder ein Kangama oder so. Geil, wenn man vom Teufel spricht. Und Level 15. Ja, komm hier, Ball. Das war so klar. Das wilde Sichlor ist geflüchtet. Tschüss, Sichlor. Dum, 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 dum. Ich hoffe, ich kenne den Weg noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ich glaube, ich musste da zur Seite lang, oder? Oder oben lang. Genau, hier oben lang und Item. Carbon, cool. Carbon erhöhte, glaube ich, die Initiative. So viel zum Thema, ich glaube, ich musste oben lang. Oder doch dann hier unten oder so. Ich finde es übrigens cool, dass die Zeit hier in Schritten gemessen wird. Das ist, glaube ich, 500 Schritte oder so. Ja, 500 Schritte. Jetzt habe ich noch 382. Ich werde so verkacken. Nie doch ein weiblich. Weiblich. Verpiss dich. Danke. Tschüss. Gut, dann also doch hier lang. In dieser netten Safari-Zone gibt es nämlich einmal die Goldzähne, die gebraucht wird, um uns, ja, genau und so. Top Genesung, awesome. Mit den Goldzähnen können wir in dem Gebäude unten drunter, ja, selbige diesem einen Wärter wiedergeben, der die hier drin aus irgendeinem Grund verloren hat. Und ja, dann gibt er uns die VM Stärke. Und des Weiteren gibt es am quasi Ende, in Anführungszeichen, dieser Safari-Zone auch noch die VM Surfer für uns. Weil wir der Erste sind, der es geschafft hat, da hinten hinzukommen, was ja auch so schwer ist. So, oben lang, glaube ich. Im Moment da hinten durchs Gras und nach oben. Sag mal, haben die hier Nunido? Oh, 36. Kranke Scheiße. Kangama! Giovanni hat übrigens in Rot und Blau anstatt des Snobelicat oder Snobelicat, wie auch immer, einen Kangama. In Gelb haben sie das einfach reingemacht, weil es in der Serie auch hat, damit das mehr der Serie ähnelt. Und ja, weil das Pikachu folgt uns ja auch quasi wie in der Serie. Das heißt, wir spielen jetzt quasi Rot. Oder Ash. Oder wie auch immer man ihn nennen möchte. Ich schmeiß jetzt einfach mal Bälle nach irgendwas, was sich bewegt hier. Ach, kein Bock, ey, auf dieses Scheißviech. Das ist total nervig, dass man die Pokémon hier fangen muss, ohne sie vorher schwächen zu können. Aber Kangama! Ja. Level 33, cool. A-Button-Smashing. Warum auch immer, hilft ja sowieso ein Scheiß. Kangama ist geflüchtet. Dum, 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 dum. Weiter geht's. Die Chanera. Die Chanera hier sind auch irgendwie kacke zu fangen. Weil sie müssen, glaube ich, einen Köder fressen oder mit einem Stein beworfen werden. Um, damit sie halt fangbar sind. So 40 Schädelwumme, ja. Damit sie halt fangbar sind, weil man sie sonst mit dem Ball verfehlt. Das Problem ist, glaube ich, wenn man einen Köder wirft, sind sie schwerer zu fangen. Und es kann auch sein, dass man sie nicht trifft. Und bei einem Stein sind sie halt quasi leichter zu fangen. Aber, sie flüchten auch schneller. Das heißt, es ist ganz schön sauschwer, einen Chanera zu fangen. Und erstmal einen zu finden dazu. Ja. Dum, 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 dum. Adö. Kangama! Ich glaube, ich mache auch jedes Mal einen anderen Sound für Kangama. Oh Mann, du Kackdrecks, Mist, Pissviech. Geh kacken. So, tschüss. Wie viel haben wir noch? 141, sollte passen. Auch schon da. Du kannst keine weiteren Items tragen. Nein. Schade. Komm, verballern wir doch mal das Carbon auf Glurak, weil ich es kann. So.
Äther brauche ich eigentlich nicht. Gift, bla bla bla. Und das Protein bekommt dann mal Glurak. So. Chibi findet Goldzähne. Yam, 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 yam. So viele Items. Hey du Typi, du. Ah, endlich. Du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. Chibi hält vor M3. Yeah, ohne Worte. Ist hier noch was drin? Was sind das eigentlich für Dinger? Sind das Turbinen oder Schränke oder was soll das sein? Naja. So, hier war, glaube ich, ein Beleber. Epic Secret. Du kannst keine weiteren Items mehr tragen. Bringen wir Chibi jetzt. Ja. Bringen wir Shiggy bzw. Shillock jetzt erstmal Surfer bei. Yeah! Surfer! Shillock versucht Surfer zu erlernen, aber Shillock kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine eine Attacke zugunsten von Surfer vergessen werden? Ja, natürlich. Und zwar die Blubber-Attacke. Hey, du Idiot, du hättest jetzt Rundschlag wegmachen müssen. Ja, toll, das ist mir doch Wumpe. So, dann wollen wir doch gleich mal eine Runde surfen. Shillock, Surfer. Nein, hier benötigt man einen neuen Orden. Ach, Dreck, leck mich. Du musst erst Koka besiegen. Ja, dann stümpeln wir hier mit unseren 44 Schritten nochmal durchs Gras. Hier gibt es auch Riron und Dragoso. Oder Dragosso. Wie das manche Leute liebevoll nennen. Oh, Gong. Die Zeit ist um. Deine Safari-Tour ist vorüber. Aber egal, wir haben erreicht, was wir wollen. War die Jagd erfolgreich? Besuche uns bald wieder. Und meine Stimme schwindet schon wieder. Quack, Dreck. Hallo, Kangama. Ein Pokémon, das seinen Nachwuchs in einem Beutel trägt. Dudum, Kangama. Das Dämliche ist, dass man sich die Einträge hier ja quasi so holen kann, ja. Aber, es fehlt dann halt das Dazugehörige, dass man es halt gefangen hat. Das fehlt. Und ohne, dass man ein Pokémon gefangen hat, ist der Pokédex dann nicht vollständig. Das heißt, du musst alle 151 Pokémon fangen, / in Besitz haben oder gehabt haben. Also, ja. Schon irgendwie lustig. So, hallo Marktleiter, Typi. Ich will dir die Goldzähne vertickern. Nein, natürlich nicht. Und zwar will ich dir vertickern... Ja, was will ich dir denn vertickern? Hier, hier. Ups, die TM40, hier, Dings, du weißt schon. Schädelwumme. Weil ich nichts brauchen. Und so. Jetzt habe ich mal den Sprite von Chanera. Dieses Pokémon zu fangen ist reine Glückssache. So ist es. Das ist ein Chanera. Sieht auch cool aus, oder? Was war das nochmal? Ah, Fleckmon. Genau. Ein freundliches, aber sehr lahmes Pokémon. Fleckmon. Erik. Wo ist Sarah? Ich wollte mich hier mit ihr treffen. Oha. Die namenlose Figur hat einen Namen. nee, hier gab's dann wohl irgendwie doch keinen Sonderbonbon. Hä? Ja, dann war das wohl nur in Gold-Silber so oder so. Der Wärter trägt den Spitznamen Fleckmon. Er und Fleckmon ähneln sich sehr. Ja, welcher denn? Fleckmon war hier, aber ich habe ihn nicht verstehen können. Ich glaube, er hat keine Zähne mehr. Bin ich jetzt hier im falschen Gebäude oder was? Ach, der Typ, genau, ich bin so doof. Der Typ ist ja unten, hier unten. Pam. Ah, ich bin so doof, falsches Haus. Nein, ah, nee, kann ich ja eh gar noch. Oder doch, kann ich. Ich bin der ältere Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, natürlich. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Jetzt kriegen wir eine Profi-Angel, die eigentlich auch totaler Müll ist, finde ich. Ich persönlich bevorzuge ja eigentlich in allen Pokémon-Spielen die Super-Angel, einfach weil sie super ist. Genau so, hier wartet so. Ja, hallo du Typi. Chibi gibt dem Wärter die Goldzähne. Der Wärter setzt das Gebiss ein. Oh, danke, Junge. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Hier, nimm das für deine Mühen. Chibi erhält VM4.
Ja, Fuxania City ist die einzige Stadt, wo es zwei VMs gibt. Und man braucht beide. Man braucht, glaube ich, sogar alle VMs. Das ist kein Optional quasi und so. Nö, komm, bring was dann da mal bei. Stärke. Die Macht der Stärke. So. Sandama lernt Stärke. Theoretisch könnte ich mir zur Sonderbombung da holen, aber mein Inventar ist A, eh voll und B, wird es Zeit, die Aufnahme zu beenden. Ich denke mal, ich mache dann bis zur nächsten Aufnahme, beziehungsweise bis morgen dann oder nachher oder in der Zwischenzeit, wie auch immer, mal die restlichen Tränen auf dem Radlichtblatt, um halt ein wenig zu leveln. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, dann holen wir zur Sonderbombung. Und ich denke mal, wir schauen uns dann auch gleich mal ein bisschen in der Arena um. Tja, vielleicht schaffen wir es ja sogar schon, Koga zu besiegen. Ich glaube es zwar eher weniger, aber naja, man weiß ja nie. Bis dahin, ciao.